B2.4. Zur farbigen Gestaltung werden das Dreieck MPO und die Figur, die durch die Kreisbögen DA und AB sowie die Strecke BD begrenzt wird, silber eingefärbt. Berechnen Sie den Inhalt A der silber eingefärbten Fläche. Also, wir haben Flächen. Dreieck MPO, das ist dieses Dreieck hier, das wird eingefärbt. Und zusätzlich die Kreisbögen DA, AB und die Strecke BD begrenzen etwas. Hier haben wir den Kreisbogen AD. Hier haben wir den Kreisbogen AB und die Strecke DB bzw. BD. Also dieses Teilstück hier wird auch noch in die Fläche mit eingerechnet. Das wird silberfarbig gestaltet und man soll jetzt diesen Flächeninhalt berechnen. Also Flächeninhalt der gesamten Figur. Wie kriegt man das jetzt raus? Hier steht schon drin versteckt, DA und AB sind Kreisbögen und wenn ich jetzt hier eine Fläche berechnen möchte, zum Beispiel das Ding, sehen wir dann sofort, aha, das ist ein Kreissektor. Ja, so ein Kuchen- oder Käsestückchen kann man sich drin vorstellen. Ja, Sektorformel kennen wir, stehen in der Formelsammlung drin. Also können wir daraus schlussfolgern, wir brauchen den Sektor BDA. So, und natürlich gibt es auf der anderen Seite auch nochmal einen Sektor. Nämlich den da. Der ist genauso groß wie der andere, weil wir haben hier eine Symmetrie drin. Also können wir hier vereinfacht sagen, mal 2. So, jetzt gibt es da ein kleines Problem, nämlich, so wie wir es jetzt aufgeschrieben haben, ist dieser Zwischenteil hier, dieses Dreieck zwischendrin, doppelt vorhanden. Einmal durch den Kreissektor BDA und einmal durch den Kreissektor DAB. Er darf aber nur einmal drin sein. Deswegen müssen wir den jetzt nochmal einmal abziehen. So, jetzt minus Dreieck BDA. Jawohl. Und dann brauchen wir hinten noch das Dreieck MPO. Also plus Fläche Dreieck MPO. So. So können wir eigentlich die komplette Fläche schon berechnen. Also gehen wir an die Teilflächen. Zuerst den Sektor. Wir nehmen die Formelsammlung, schlagen auf, wo die Kreissektorformel zu finden ist. Und dann sehen wir, die Formel ist Pi mal Radius zum Quadrat mal Öffnungswinkel geteilt durch 360 Grad. Der Radius ist in dem Fall die Strecke BD. Ja, liegt im Sektor hier drin, ist so ein Begrenzungsstück von dem Sektor. Also BD Quadrat mal 60 Grad geteilt durch 360 Grad. Halt Grad, nicht hoch 2. So. Warum? Sieht man vielleicht auch schnell einfach, dass da unten ist der Öffnungswinkel. Und wir haben ja in den Aufgaben vorher noch kennengelernt, dass es ein gleichseitiges Dreieck sein muss, weil alle drei Seiten gleich lang sind. Damit ist der Winkel automatisch 60 Grad und damit können wir den Öffnungswinkel hier auch gleich einsetzen. So, dann bekannte Größen einsetzen. BD sind 6 cm, also 6 Quadrat mal 60 geteilt durch 360 Grad. Das kann jeder normale Taschenrechner ausrechnen, gibt eine Fläche von 18,85 Quadratzentimeter. So, wir sind noch nicht fertig. Hier oben sage ich ja, Sektor wird mal 2 gerechnet und jetzt muss ich das Dreieck wieder abziehen. Das heißt, wir brauchen jetzt auch das Dreieck BDA und den Flächeninhalt davon. Ist gleich. Gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten, entweder über 1/2 mal Grundseite mal Höhe oder 1/2 mal Seite mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel, weil wir kennen ja alles. Ich nehme jetzt 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Grundseite wähle ich die Strecke BD, die Höhe steht senkrecht darauf, das ist die Strecke AM. Beide Größen sind bekannt. BD mit 6 cm, AM ist gleich lang wie MC und MC haben wir in der Aufgabe 2.1 gerechnet. Das waren die 5,20 cm. So, 0,5 mal 6 mal 5,2 kann man schon fast im Kopf rechnen, sind 15,6 Quadratzentimeter. Zum Schluss brauchen wir noch das Dreieck MPO als Teilfläche. Wieder gleiches Spiel, 1/2 mal Grundseite mal Höhe oder 0,5 mal Grundseite mal Höhe. Als Grundseite wählen wir die Strecke PO. Und als Höhe steht senkrecht drauf die Strecke MG.
PO oder OP ist uns auch schon bekannt, haben wir in der Vorgabe, in der Aufgabe 2.3 ausgerechnet. Das war die 0,5 und 0,6 mal RQ. Wie groß war die? Muss ich jetzt nachgucken. Wo haben wir sie? Da OP sind 3,12 cm. Also 0,5 mal 3,12. MG haben wir ebenfalls in der Aufgabe zuvor ausgerechnet. Steht auch im Zwischenergebnis drin mit 3,9 cm. Taschenrechner eingeben, ausrechnen und dann kommt raus 6,08 Quadratzentimeter. So, und zu guter Letzt noch den Gesamtflächeninhalt ausrechnen, so wie in der ersten Zeile geschrieben steht. Da haben wir den Sektor 18,85 Quadratzentimeter mal 2 minus das Dreieck BDA, also minus 15,6, plus das Dreieck MPO, also plus 6,08 Quadratzentimeter. Das zusammenrechnen, ausrechnen und dann kommt raus 28,18 Quadratzentimeter.